Willkommen auf dem Kanal von Melbourne MTG. Heute mit einem weiteren Random Arena Match. Mit meinem vierfarbigen Abfuck-Deck. Wir schauen heute, wie das läuft. Die Starthand, ja, werden wir behalten. Länder, nicht unbedingt viel, aber wir brauchen nicht viele Länder, wir müssen sie nur auszögern. Vielleicht geben wir den Gegner so ein bisschen Chance. Sehr gut. Und zumindest die Möglichkeit, ein bisschen auf Live gehen. Fountain of Renewal. Sehr gute Karte für uns. Können wir später auch benutzen, um Card Draw zu generieren. So. Leider schaut es mana-technisch schon jetzt so gut aus. Vielleicht hätte man doch ein Mulligan nehmen sollen, aber bis jetzt ist noch nicht viel passiert. Im Gegner sucht sich ein paar Guildgates aus. Leider am Landtop gemisst. Zumindest haben wir unseren Hoffnungsschimmer draußen. Wir kassieren uns zwar Schaden, aber die können wir ein bisschen negieren. Jetzt können wir Karten nachziehen. Leider noch immer kein Landdrop. Ah, jetzt kommt er. Sehr gut. Fehlt nur mal ein Land, dann können wir mal das meiste spielen, was wir im Moment brauchen. Hostage-Stecker nimmt uns unser Combo-Piece weg. Jetzt können wir nicht mehr jede Runde Karten ziehen. Aber zumindest das Land ist da. Kommt leider gedubbt ins Spiel, weil wir da nicht wirklich ein Planescape haben. Oder ein Mountain. Jetzt spielt er natürlich unser Fountain. Wir sealen einmal den Hostage-Stecker weg. Vermutlich nicht die beste Entscheidung, weil sofern es einen Boardwipe gibt, der die Enchantments und Artefakte vernichtet, kommt natürlich der Hostage-Stecker wieder ins Spiel und der könnte wieder was übernehmen. Clean Sinova zum Beispiel, was wir gerade gezogen haben. Jetzt gehen wir mal auf die, dass wir ein bisschen einen Lehm-Retour kriegen. Mit Ilgotten, mit einem Enchantment. Kriegen wir jede Runde Lehm. Also Summoning geht immer quasi ein Lehm weg. Okay, Muldrofa. Jetzt ist es interessant. Wir nehmen jetzt kein Card Draw, weil wir versuchen natürlich irgendwie den Motor wegzukriegen. Mit Wilderness Reclamation haben wir jetzt auch in der generischen Phase Billamana. Können wir notfalls Settle the Wreckage fahren oder Seal Away. Okay, ist ein Mill Deck. Also eine Mill Strategie zusätzlich zur Graveyard Strategie. Gut. Wir settlen nochmal. Gaming gehen ja zwar so leider zwei Länder, damit der nächste Runde heute natürlich noch mehr spielen könnte, aber ja. Wir warten, ziehen jetzt zwei, also mal ein Land noch mit zusätzlichen Card Draw, das passt. Das Spiel mal getappt, weil wir es aber nicht brauchen. Und wir mit der Bill gemillt. Ist jetzt aber noch recht stabil, also nächste Modrofa. Mal schauen, ob wir den mitkriegen, aber das ist jetzt leichter, weil jetzt können wir Wilderness Reborn spielen. Er muss nur opfern. Wir ziehen jetzt keine Karten noch, aber kommt der Blend. So, jetzt muss er noch opfern. Wieder Bill Mill. Oh, ist unsere gute Karten weg gewesen.
Aber noch verkraftbar, wir haben eine Win Condition schon auf der Hand. Oh, Mnemonic Betrayal. Jetzt spielt er aus unserem Friedhof einiges. Mal schauen, was uns wegnimmt. Ah, X-Lands Binding, vermute ich auf unser Eldritch Reborn. Natürlich ein bisschen nervig. Wir können aber immer noch mit der Cleansing Nova alles Enchantments-Artefakte-mäßig einmal wipen. Hat natürlich einen Nachteil, es kommt der Außenstecker wieder ins Spiel und der würde unser Eldritch Reborn dann übernehmen können. Okay, Immortals an. Glaubt zwar nicht, dass ein Planeswalker gespielt wird, aber würden ausschalten. Und für uns ist es zusätzlich Card Draw und günstigere Spells. Mana Base und passt schon mal. Wir haben alles, was wir brauchen, grundsätzlich. Okay. Nochmal Mnemonic Betrayal. Okay, er spielt unserem vorher gemillte Immortal Sun. Und einen zweiten Fountain of Renewal für Live gehen. Ja, na, sehr gut. Land, zwei Länder gleich. Jetzt können wir mal ein bisschen Druck machen. Counter kann er nichts, ist ausgetappt. Schauen wir, was er macht. Ich hoffe, er übersiegt, dass wir Ildgarten draußen haben, weil dann wäre er so gut wie tot. Ja, und Anti-Mill-Strategie ist aufgegangen. Wir haben Gaea's Blessing im Friedhof gemildet bekommen, haben wieder unseren Friedhof zurückgemischt. Er hat uns die Armee gegeben, aber ich vermute mal, er wird das irgendwie wegkriegen können, also irgendein Boardwipe haben. Ja. Finality. Aber für uns nicht so schlimm. Haushaltsstecker kommt, okay. Er nimmt uns unser. Ah, okay. Ich hätte Ildgarten genommen, damit er dann zumindest, wenn er auf viel Leben geht, nicht gleich tot ist. Ah, die verfehlen die perfekt. Jetzt können wir das Ganze mit einer Cleansing Nova auswipen. Kriegen unseren. Verlieren zwar einmal Card Draw, kriegen aber unser Immortal Sun Retour. Ja. Sehr gut. Und wenn er jetzt da nicht mitgedenkt, dann hätten wir schon gewonnen. Was nimmt er? Abwerfen wird er, hoffe ich. Also wird er wahrscheinlich nicht tun. Zuerst mal Millen. Live gehen, live gehen. Und was macht er? Oh, er hat da viel Leben. Sehr gut. Das sollte es gewesen sein. Opfer unser Ilgotten und schießen 4 Schaden. Wenn er jetzt Counter drauf hat, war das unser Game. Und er holt noch, zieht noch ein paar Karten auf, vielleicht denkt er sich halt noch eine Antwort. Und das war's. Sehr gut.